Ja, liebe Gäste aus nah und fern, es freut mich, Ihnen heute die neue Kärntentherme vorstellen zu können. Unser neues Herzstück hier in der Region Villach. Eine architektonisch sehr anspruchsvolle Angelegenheit, die aber vom Wohlfühlcharakter nichts zu wünschen übrig lässt. Die Therme selber ist gegliedert in drei Bereiche. Das ist der Fun-Bereich für Familien und für die Kinder mit tollen Wasserangeboten wie Rutschen und Lazy River und so weiter. Das zweite ist der Bereich Spa, schöne Saunalandschaften, ein schönes Hammambad, das, was sich so der Mensch wünscht, der sich ein bisschen verwöhnen lassen will. Und das dritte ist der Fit-Bereich, ein auch mit medizinischer Kompetenz unterlegter Fitnesscenter mit modernsten Sportgeräten. Die Therme selber ähnelt einem Karstberg, der durchlöchert ist, der Höhlen aufweist, der Kanten aufweist, der interessante Blickwinkel aufweist. Und diese Blickwinkel zu erkunden, machen dann einen Aufenthalt in der Therme auch sozusagen vom Raumgefühl her sehr interessant. Ein weiteres wichtiges Angebot, das unsere Gäste sehr schätzen, ist die Kultur und die Kulinarik hier in unserer Region. Im Bereich des Kulturangebotes reicht es ja vom karinthischen Sommer bis hin zu Gauklerfesten am Villacher Hauptplatz, wo hier Künstler aus ganz Europa die Gäste spontan quasi auf der Straße unterhalten, oder Ackern, eine besondere Form des kulinarischen Genusses, bis hin zum größten Brauchtumsfest in Österreich, der Villacher Kirchtag, der immer in der ersten Augustwoche stattfindet und wo wir auch heuer wieder mehrere hunderttausend Besucher erwarten, die hier in dieser Kirchtagswoche feiern und Lebensfreude genießen. Ja, neben dem Wohlfühlen und neben der Kultur und der Kulinarik ist natürlich Aktivsein ein ganz wichtiger Punkt. Bei uns ist es aber das genussvolle Aktivsein, nicht die Höhenmeter zählen, sondern das genussvolle Wandern rund um die Stadt herum mit traumhaften Wanderwegen, auch von Warmbad weg oder ein bisschen höher gelegen am Naturpark Dobratsch, am Alpengarten vorbei. Natürlich kommt auch das Radfahren bei uns nicht zu kurz, ist ein neuer Trend. Der Trauradweg, der beliebteste Radweg hier in Kärnten, führt ja mitten durch Villach. Aber auch beim Radfahren ist unser Motto, gehe es bitte gemütlich an. Und wer ein bisschen zu weit die Trau abwärts gefahren ist, der kann dann gern mit dem Trauschiff sich zurückbringen lassen ins Herz Kärntens nach Villach. Sollte das Wetter einmal nicht so schön sein, die Sonne nicht vom Himmel scheinen, dann bieten sich mehrere Alternativen auch hier in der Region an. Ob das das Shopping in Villach ist oder ob das Museen sind, die hier einige anzutreffen sind. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Bildern und diesen Geschichten ein bisschen Lust machen habe können auf die Region Villach, und es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie wirklich einmal persönlich hier, egal ob beim Radfahren, beim Wandern oder in der Therme, einmal persönlich begrüßen könnte.